Damit Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Imperial Galactic Survival mit an meiner Seite der Watzi, Hallöchen. der hier schön einfach so in die Gegend rumträumt. Bei der Aussicht? Ja, das war richtig, eine hübsche Aussicht. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben, haben ja zusammen das Gold abgebaut. Und, beziehungsweise ich habe es abgebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch gezeigt haben oder ob das schon offscreen war, was du hier rausgefunden hast mit den Münzen. Das weiß ich. Ich glaube, es war offscreen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube auch, Watzi auf jeden Fall hat aus dem Golderz, was wir abgebaut haben, Goldmünzen gemacht. Hier drüben in meiner Leiste links. Aus, wie waren das, einem Erz oder sowas, kamen die fünf Münzen raus, war. Genau. Und da können wir hier unten unser Guthaben aufladen. Wofür auch immer, wenn ihr wisst, gerne in die Kommentare, wofür das Gold ist. Wir wissen es nicht. Ich benutze es jetzt einfach mal hier. Zack, zack, und nichts passiert. Warum nicht? Wieso kann ich das nicht mehr benutzen? Du brauchst hier so eine Art Geldautomat, müssen wir hier hinstellen. Aber du hast es doch letztes Mal auch einfach im Inventar benutzt. Nee, du kannst nicht benutzen. Warte mal. Doch, 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 doch. Du hast es hier letztes Mal auf jeden Fall hier einfach mit benutzen benutzt. Mit benutzen benutzt. Brauchst du noch ein bisschen Erz? Guck mal. Ah, guck mal. Was denn jetzt? Geh mal auf Marktplatz. Marktplatz? Wo hast du Marktplatz? Tab. Ja? Ach, Marktplatz. Marktplatz. Das kann man da. Guthaben 50 CR Credit, sage ich jetzt einfach mal, habe ich jetzt drin. Da kannst du gesucht, verkaufen, kürzlich. Okay, noch eine kurze Info nebenbei. Watzi und ich haben jetzt anderthalb Monate knapp, oder ein Monat war, würde ich Ja, sagen, war das, ungefähr. eine Aufnahmepause gehabt und seitdem sind so einige Updates wieder in Empyrean erschienen. Und von daher seid uns nicht böse. Es gibt auch inzwischen, können wir ja auch nochmal kurz zeigen, Watzi, Ja. die selbst abbauenden Dinger. Ach so. Technikbäume auf Misk und ganz unten. Können wir skillen, automatische Bergbaugeräte. Sehr schön, haben wir damals, als die neue rauskam, getestet. Funktionieren, sind allerdings sehr, sehr langsam. Also Teile kann man irgendwo hinsetzen, wenn man einfach mal so nebenbei ein bisschen Erz irgendwo schürfen will, aber es jetzt nicht unbedingt braucht, so schnellstmöglich. Das dauert eine Weile. Ja, es sind halt nicht die schnellsten Gerätschaften, aber für nebenbei laufen lassen kann man es auf jeden Fall machen, oder? Eben. So, da fällt mir ein, dass ich mir hier einiges freischalten kann eigentlich wieder. So, wir wollen dann noch Genau, du kannst ja mal erzählen, was wir jetzt machen wollen in ein dieser anderes Folge. wertvolles Erz holen, was wir brauchen. Für verschiedene Geräte, unter anderem auch für diese Bergbaumaschinen. Dacosium-Erz brauchen wir unbedingt. Das finden wir dann auf Masperon. Richtig, und da wird unsere Reise uns auch gleich hinführen. Allerdings wollte ich nur mal ganz kurz in den Raum schmeißen. Hier, es gibt auch Reparaturstationen. Wie die genau funktionieren, wissen wir nicht. Wir haben es letzte Mal getestet, als wir gespielt haben, als das Update kam. Aber irgendwie hat es nicht geklappt, oder? Nicht Als so für den richtig Kasten. wohl. Die Frage ist, ob wir zu schnell zu viel Schaden gefressen haben oder ob die Dinger nur in einem bestimmten Umkreis reparieren. Wissen wir noch nicht. Auch da an euch, wer es von euch weiß, gerne in die Kommentare hauen. Wir nehmen jeden Ratschlag gerne an. Ach so, apropos, da möchte ich nochmal sagen. An Uwe, falls du das sehen solltest, vielen Dank für deinen Tipp letztes Mal. Denn Uwe hatte meine Kommentare geschrieben, Herr Watzi, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja, erzähl. Wir hatten doch letztes Mal das Thema, dass ich da nicht sehen konnte, wo unsere Route hingehen sollte, als wir den Warpsprung machen wollten. Ja. Da wurde mir gesagt, dass ich mit F6 einfach nur das HUD ändern muss und das dann auch. Also hier, weißt du, wie wenn du alles ausblendest, ist das. Und dass dann auch der Zielpunkt angezeigt werden sollte. Ah. So, wo bist du? Sitzt du schon wieder vorne? Ich sitze schon vorne, Hier natürlich. ist aber dunkel. Ja, habe ich auch schon gerade festgestellt. Wir haben auch gar keine Energie mehr, oder? Kann das sein? Doch. Haben wir noch? So, okay, mit V. 1099,3 Minuten. Okay. Dann wollen wir nochmal gucken. Hauen wir jetzt erstmal ab in die unendlichen Weiten. Hier haben wir genug Gold mitgenommen und Restium hatten wir auch von hier, glaube ich, wa? Genau, das haben wir auch von hier. Aber achte darauf, falls der Spruch kommen sollte. Ja, ich bin diesmal etwas gewappneter. Ich weiß gar nicht, ist es bei uns bei der Aufnahme auch passiert? Nee, es war bei der Aufnahme gar nicht, ja? Es Nee, war war auf nicht dem bei der anderen Aufnahme. Spiel. Ja.
dass es uns nämlich passiert, wenn es nicht in der Aufnahme war. Da habe ich etwas geträumt, bin mit dem Raumschiff geflogen, geflogen, geflogen. Und Watzi hat nur noch einmal auf einmal zwischengebrüllt und meinte von wegen, ey, pass auf, wir sterben gleich. Da kam eine Meldung, dass wir demnächst sterben werden, wenn wir weiterfliegen werden. Und ich habe das Ganze, wie gesagt, etwas missachtet. So, Ziel erfassen habe ich. Masperon ist erfasst. Du hast es erfasst? Da hinten flimmert bei mir irgendein komischer Planet. Und du musst weiter, Ich also unten wird mir glaube, jetzt ich in muss der es Ecke auch ein Pfeil erfassen. angezeigt. Ja, mir auch. Weiter, genau, Das ist hinter dem eigentlich Planeten. quasi genau hinter dem Planeten. Warte mal, Das ist jetzt muss jetzt. ich einfach mal hier durchtippen, Uwe's Dings. Ja, Tatsache, hatte ich ausgeblendet. Da ist es. Ein Jahr steht da. Genau. So, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank für diesen Tipp. Auf jeden Fall was sehr Hilfreiches. Ja, wenn Noobs spielen wollen und keine Ahnung haben. Ja. Ja, irgendwie haben wir hier auch Probleme jetzt mit unserer Grafik. Die sieht irgendwie relativ, ich finde plastisch sogar schon mal, so relativ billig wirkt die inzwischen. Ja. So, aber jetzt erstmal zum Warpsprung. Halt dich fest, Wazi. Mach ich. Wow, 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 wow! Okay, da sind wir. Sehr schön. Und bei dir ist wieder Kampf und Alarm, krieg ich gerade so Ja, nebenbei mit, wa? deswegen. Ich musste gerade mal den Hund ein bisschen beruhigen hier. Der hat dich vermisst, hör mal. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So. War unser Raumschiff vorher schon so bunt? Muss ja. Ich glaube, ja. Da haben wir nichts, wir haben ja nichts Denn, verändert. nee, dadurch, dass wir schon so lange nicht mehr gespielt haben und davor, was wir gespielt haben, mal den Nicht-Aufnahmestand und mal den Aufnahmestand hier, bin ich Ja. voll durch den Wind. Vielleicht hätten wir auch einfach alles aufnehmen müssen. Dann wäre es nicht passiert. Das ist richtig. Aber dann hätten wir auch keinen Monat Ruhe gehabt, was, ne? Das stimmt, das Man stimmt. weiß es nicht. Wow. Wir stürzen ab, ja, Watzi, wir Ja, stürzen ich merke ab. schon, ich merke schon, ich merke schon. Oder uns wird gleich schlecht. Oder so, ja. Mir schwindelig. Ach, mir ist so schwindelig. So, der Planet sieht auf jeden Fall grün aus. Gucken wir mal, ich bin gespannt. Wobei er auch ziemlich gebirgig aussieht, war. Wobei es könnten auch wiederum die Wolken sein, die diese Aber ich kriege Oberflächen. immer, bei jedem Planeten waren bis jetzt immer eine ganze Menge Berge. So, Achtung, wir verglühen. Oh, Jetzt guck mal, grün da alles? sind das Pilze da unten? Oder sind das Bäume, die einfach nur so flach Bäume. aussehen? Guck mal, Oh, da das hinten ist. links ist giftgrünes Gas. So, jetzt müssen wir. Ich guck mal auf die Was haben wir hier Karte M. vorne? Haben wir gar nichts angezeigt. Wir fliegen tiefer. Ah, auf jeden Fall wird auf Promethium und auf irgendwas wurde eben geschossen. Hier unten links scheint ein Stein zu sein. Ach, da hinten fliegt eine Drohne. Oh, jetzt wird nach hinten geschossen. Ach so, nee, du bist in der Kanone. Du guckst in die falsche Richtung. Da vorne stürzt er ab. Abgestürzt. Wie sieht's aus mit. Was ist denn jetzt los? Mit aussteigen, falsche Richtung. Uhuhu. So lange nicht mehr geflogen. Hat man davon, wenn man keinen Führerschein hat? Willst du die eben looten gehen oder? Guck mal, Luxor hat wieder was entdeckt. Wie Nee, geht man rund? wollen wir? Nee, eigentlich nicht, wa? Doch, mach mal Oder bist schnell. Ich bin jetzt, warte, so gelandet. Ich bewege mich jetzt nicht. So, jetzt dürftest du kurz aussteigen. Ach, oben hüpft er raus. Ja, ich dachte mir, Rechts. noch eine Drohne. Ist egal, loote erstmal hier rechts. Die andere ist 300 Meter entfernt. Können wir gleich hinfliegen. Da ist die Drohne. Einfach nur rechts vom Raumschiff. Ey. Ach, mein Jetpack ist wieder aus. Ja, meinst du es auch aus? Wieso ist das wieder aus? Ich glaube, es geht automatisch aus. Hast du gelootet? Ja. Komm doch hinten rein. Ist doch viel kürzer. Ja, ich bin auch schon dabei. Ist da sowas jetzt vorne, oder? Sag dann Bescheid, wenn du sitzt. Ich höre nur gerade was. Dann kommen hier überall gerade. Wo muss ich rein? Da ist die Tür.
Siehst du, warst du doch nicht hinten drin. Nein, nicht mal. Ich sehe den Kauz da hüpfen. Kommt er nicht? Was machst du denn da? Das Problem ist, wenn ich hochhüpfe, geht die Tür zu. Hast du geschafft jetzt ja? Ja. Einwandfrei. Dann hättest du doch was gesagt oder hättest das Raumschiff kurz ausgemacht. Oh, es geht schon. Kurz Ich habe ein ausgemacht, die Jetpack. Tür manuell geöffnet und dann wärst du Okay. reingekrabbelt. Ja. So, Von mir sitzt aus du? kannst du. Ich sitze. Oh. Hier muss irgendwo. Ich habe hier irgendwo ein Vor entdeckt. Hinter uns oder was? Willst du auch aussteigen und die. Wo habe ich denn das Vor entdeckt? Man weiß es noch nicht. So, aber was suchen wir denn eigentlich nochmal für Erz? Weißt du das? Das ist Oh, vor. oh, oh, oh. Deswegen sind hier auch so viele Drohnen. Oh, 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 Oh. oh, Alter! Flieg, flieg weg. Ja, ich bin noch dabei, wegzufliegen. Oh, es gibt Schaden an unserem Raumschiff. Junge, Junge, Junge. Die Dinger haben eingeschlagen, auf jeden Fall. Oh je, oh yeah. Oh je, oh je. So, okay, ein bisschen Abstand da, also zu der Position halten. Es war aber auch direkt hinterm Hügel Kacke versteckt, aber noch können wir Ja. fliegen. Hoffen wir mal, dass den Warp. Guck mal, was haben wir denn da rechts? Da rechts ist auch irgendwas. Ja, das ist die Basis, die uns beschossen hat. Nee, das ist hier eine andere Basis. Das ist die gleiche, die uns beschossen hat. Ja. Okay, wenn du das sagst. Ich muss jetzt aber trotzdem mal kurz. Nee, das ist die nicht. Hier Das müsste ist die die sein. Die Basis, andere die. ist Xeno Fortress P1. Und hier rechts, guck mal, da haben wir irgendwas anderes. So ein Das ist die Bunker. Basis, die uns. Ach so, das ja. Und guck mal, hier unten haben wir auch irgendwas. Irgendeinen weißen Kristall oder sowas. Sind das Bäume? Was ist denn das? Müssen wir mal gleich. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, und hier ist die andere Basis, die uns beschießt. Ja, ich sehe es gerade. Das gibt's doch nicht. Ist hier nur feindselig? Stand was von PvP. Das heißt, ich müsste dich hier töten, nicht umgekehrt die uns. Oh, hast du So. entdeckt, Ah, Sarkosium-Erz. da ist das. Das braucht man ja. Genau das. Oh, hier wird auch schon wieder geschossen. Oh, das sind nur irgendwelche Tiere. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier, wa? Gehen wir hier runter, ja, wa? Ja. Zack. Maschinen aus oder lassen wir an? Nee, muss ich muss anlassen. Ach, wegen Kühlschrank und so weiter. Ja. Ach so, vielleicht sollte ich erstmal aussteigen. Oh, hier quietscht es. Da sind diese komischen Viecher. Hauptsache, die machen hier drinnen nichts. Oh, oh. Alter Die haben Schwede, unsere Hilfe. Tanks hier zerschossen, links. Das waren Ja, hier Sauerstofftanks. hier fehlt die Hälfte auch schon. Ja, und die haben auch wieder den Warp-Antrieb kaputt geschossen. Na toll. Oh, das heißt, wir sitzen fest. Hast du gut geflogen? Hast du gut gemacht. So, aber wir haben ein Reparaturwerkzeug bei. Ne, Multifunktion doch. Lass mir hier kurz ein bisschen was ausgleichen. Hier drüben den Schwerkraft-Kian erstmal reparieren. Mann, wer konnte denn auch das wieder ahnen? Jetzt mal im Ernst. Also ich Du hast es geahnt, habe aber es ich nicht nicht. geahnt. Alter Angeber. Also ich will Aber nur, hier ich will unten ja ist nicht. ja alles kaputt. Aber guck mal, was wir jetzt hier für Freifläche haben. Nur deswegen habe ich es gemacht. Wir haben jetzt hier quasi so ein Fußballfeld, verstehst du? Das ist schön, das ist schön. Können wir hier. Oh, wir haben sogar einen Weg nach draußen. Direkten. Mehrere Wege. Mehrere. Na ja, gut, ich sehe hier gerade bloß den einen. Oh ja, doch, Tatsache, hier drüben auch. Brauchen wir den Fahrstuhl nicht, siehst du, dann hast du auch keine Probleme mehr ins Schiff zu kommen. Nur deswegen habe ich es gemacht. Das ist denn vorbildlich. Nee, du denkst mit. Nö. Ach, mein Jetpack ist ja auch wieder aus.
Oh, hier jaulen Wölfe oder so. Okay. Oh, hier fliegen rote Dinger in der Luft. Kann man die Pilze pflücken? Nee, die kann man leider nicht pflücken. Aber hier diese Bäume noch bestimmt. Auch nicht. Nisch kann man hier pflückens. Ich meine die Blätter. Oh, hier. Ach so, aber die Dornen gab es ja davor auch schon. Alien. Hier wird schon wieder fleißig geballert nach vorne. Ach, hier sind auch diese Spinnen. Die liegen da hinten alle auf dem Hügel. Wo ist denn jetzt das? Hier ist das. Die Geräusche sind schon so ein bisschen unheimlicher als hier. Ja, die haben sie Ach, gut gemacht. hier ist es auch so ein grünes Erz oder das Rotgrün. Wenn bist du schon? Ich bin jetzt gerade zum Erz gerannt. Ist es der Boden? Ne, das ist schon das Erz, Tatsache. Sieht so ein bisschen uranmäßig aus. So, einmal nachladen. Na, im Inventar sieht es aus wie ein Stück Leber. Das Erz. Ja, das Erz jetzt. Dum, 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 Erdschaufeln, Erdschaufeln. Ja, ich muss erstmal, ich repariere in der Wie Zeit du? erstmal schon Ach ein bisschen so. hier. Ja, siehst du, haben wir überhaupt Material bei, um im Notfall einen neuen Schwerkraftgenerator zu bauen? Na, das ist die Frage. Könntest du ja auch mal gucken, wenn du am Dings sein solltest da. Ja. Da siehst du, das ist auch wieder eine faire Aufgabe. Du reparierst und ich schürf hier. Aber ganz ehrlich, mir wäre es viel lieber gewesen, wenn wir nicht reparieren hätten müssen. Ach, ist doch Quatsch. Ohne Reparation wäre doch das ganze Spiel langweilig, oder? Außerdem mussten wir jetzt so ein bisschen von dem Offscreen-Spiel, was wir nebenbei gespielt haben, auch mal ein bisschen nachholen. Wer ist denn da eigentlich geflogen? Bin ich da auch geflogen? Oder ist da Möpi geflogen? Na, das Ding zerschießen lassen war bestimmt Möpi, wa? Bestimmt. Ganz ehrlich? Das war Möpi. Nee, du brauchst nicht sagen, das war Möpi, ich weiß es. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Ich habe ja Skill. Sieht man doch. So, nochmal nachladen. Ich habe noch 14 Ladungen. Sollte noch ein bisschen reichen. Ja, wie viel braucht man von dem Schild? Ich hätte ja eigentlich auch das Erz schon mal da lassen können, war in dem Konstruktor. Theoretisch ja. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich bring dir gleich, wenn das hier leer ist, dann kannst du hier schon mal. Also ich weiß nur, wir hatten ja Gott sei Dank schon, bevor wir losgeflogen sind, jede Menge Eisenbarren schon mal vorgefertigt für den Fall der Aber haben Fälle. wir die auch mitgenommen? Natürlich. Mutter Wazi hat wieder an alles gedacht, mit Sicherheit. Na, nicht an alles. Oh. Was Könnte ja fehlt keine uns? Ahnung. Es könnte ja keine Ahnung, dass du das Raumschiff so zerstörst. Zerstören lässt, bitte zerstören lässt. Ja, zerstören lässt. Aber das ist alles mit Absicht natürlich. Hey, wir wollen doch den Leuten hier ein bisschen was bieten, oder? Ist doch. Alter Falter, ist hier aber eine Riesengrube. Ich glaube, ich habe jetzt soweit alles repariert hier. Ankam.
Boah, dieses Wolski-Jaule geht mir aber so ein bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Ist ein Loch drin. Oh oh. Ups. So, mal gucken, in 7 Minuten geht die Sonne wieder auf. Weil hier ist ein Riesenloch drin. Ui, vorne bei den Pflanzen ist ja auch ein Loch drin. Ja. Alter Falter. Siehst du, können wir doch mal gleich hier den Reparatur. Dings da, Bums da. So, pass mal auf, ich schmeiß dir auf jeden Fall erstmal die Erze in den Konstruktor. So, ist alles drinne. Ach ja, was ja auch neu ist, ist jetzt hier unten dieser Output-Bereich, wa? Ja. Der war ja auch vorher gar nicht. War vorher auch Jetzt nicht. sind nämlich die Sachen nicht mehr hier in dem Inventory drinne. Wenn sie fertig gecraftet sind, sondern werden gleich automatisch in den Output gehauen. Also seht ihr, Kraftstoffzellen, 38 Stück waren das letzte, was wir hier versucht haben zu craften oder gecraftet haben. Und so spart man sich immer diese Suche aus dem Komplettinventar dieses Konstruktors. Aber immerhin sind die Glasscheiben um die Pflanzen ganz geblieben. Ja, muss Panzerglas gewesen sein. Ist es auch. Muss ja, muss ja. So, Herr Batzi, ich würde sagen, wir haben es dann auch schon wieder soweit. Ja. Dann werden wir uns mal von euch verabschieden, hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen, Kommentar da lassen, wie auch immer. Gerade über die Fragen am Anfang würden wir uns freuen, wenn wir eine Antwort kriegen. Ich habe Auf inzwischen schon jeden. wieder verpasst, was es war, verpeilt. Ach so, wie man das Geld einliest, war? Ja, das, Auch. ne, nicht eingießt, sondern wofür das Geld ist zum Ausgeben. Aber ich denke mal, Ja, das wird zum Handeln sein, wahrscheinlich am ich Marktplatz. denke mal auch nur zum Handeln. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr es wisst, wofür es ist, gerne in die Kommentare. Wir freuen uns. So, damit verabschieden wir uns erstmal. Hoffen, es hat euch gefallen. Dann macht's gut und bis dann. Tschüss! Ciao.